Willkommen zurück zur kurzen Vortragsreihe zur Biologie von Orchideen. Heute geht es hier der zweite Film Bau der Orchideenblüte um das Ganze natürlich im Rahmen des Moduls Biologie der Pflanzen an der Universität Vechta. Als Paradebeispiel nehme ich hier die Schmetterlingsorchidee Phalaenopsis. Die kommt natürlich nicht bei uns vor, sondern in den Philippinen, Indonesien. Da gibt es etwa 100 verschiedene Arten dieser Gattung und jede Menge entsprechende Kulturhybride. Sie wissen da, sie sind groß oder kleiner, sie sind weiß und rot und rötlich und was noch alles. Erstes wichtiges Merkmal, wenn man eine einfache Blütenhülle, das ist in der Regel so bei den Monokotylen, man nennt das Perigon. Wenn Sie nicht mehr genau das auf dem Schirm haben, die achte Vorlesung macht das nochmal deutlich. Einfache Blütenhülle, doppelte Blütenhülle. Also wenn Sie Kelch und Krone haben wie beim Salbei, haben Sie eine doppelte Blütenhülle. Das haben wir hier ähnlich wie beim Krokus nicht. Man findet das trotzdem manchmal in Literatur, dass Orchideen Kelch und Krone haben, macht das Ganze aber nicht richtiger. Wir haben dreizellige Blüten mit einem äußeren Perigonkreis, einem inneren Perigonkreis und der äußere Perigonkreis hier mal mit Ä, das ist der äußere Perigonkreis und der innere Perigon mit I, das sind diese beiden und diese etwas besondere Form, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Das Ganze nochmal in einem Blütengrundriss dargestellt, da ist die Abstammungsachse, da ist das Tragblatt und man sieht die Äs 1, 2, 3, das sind die hier oben. Und entsprechend hier 1, 2, 3, das sind die inneren Perigonblätter mit diesem Labellum. Das habe ich schon genannt, das Labellum, die Lippe, hier nochmal vergrößert dargestellt. Das ist das Attraktionsorgan der Blüten in verschiedenen Variationen. Und die Gestalt ist vielfältig. Hier zum Beispiel die Puppenorchis, die wir in der Eifel finden werden, eigentlich jedes Jahr ähnlich wie die Fliegenragwurz, die wir ebenfalls finden werden. Sie sehen ganz unterschiedlich gestaltete Labellen oder Lippen. Manchmal gibt es einen Sporn, hier bei der grünlichen Waldhyazinthe, einen lang gestreckten Sporn, der Nektar beinhaltet, dass hier entsprechend der Besucher sich den Nektar holt. Oder aber es gibt die Vorder- und Hinterlippe. Das habe ich hier bei Cephalanthera schön gesehen. Hier, das ist Epischil und das Hyposchil. Bitte solche Begriffe muss man nicht kennen, aber Vorder-Hinterlippe ist halt ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Und hier sieht man nochmal eine Besonderheit, auch das Gynostemium. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, das Gynostemium. Das ist da auch wieder eine weitere Besonderheit einer Orchideenblüte. Hier nochmal von Cephalanthera von der Seite, dass man es nochmal deutlich erkennt. Das Gynostemium heißt auch Säule oder Säulchen oder Griffelsäule. Griffelsäule ist eigentlich das, was man am meisten hört. Oder Kolumna, wie Sie wollen. Es ist ein Verwachsungsprodukt. Nämlich eines fertilen Staubblattes mit Griffel und Narbe. Also monandrisch heißt ein Staubblatt. Sie sehen dann eins. Das ist ganz interessant, weil das gilt, diese Verwachsung gilt nur für drei der fünf Unterfamilien. Epidendroide und Orchidoide sind die, die wir hier haben, Vanillin natürlich nicht. Das vierte, die dritte Unterfamilie, die in Deutschland vorkommt, die Cypripedioide, haben zwei fertile Staubblätter, sind also die Andrich, die besprechen wir jetzt hier nicht. Und die ursprüngliche Unterfamilie hier mit zwei bis drei fertilen Staubblättern, die besprechen wir hier auch nicht. Wir beschränken uns nur auf solche Orchideen, die ein fertiles Staubblatt hier haben. Das ist eine Einschränkung, die kann man mal gut machen, weil in der Eifel eben nur solche Orchideen auch vorkommen. Dieses Gynostemium, da gibt es Pollinien bzw. Pollinarien. Und diesen Begriff muss man mal deutlich klären. Da das Gelbe, das sind die Pollinien bzw. Pollinarien. Was bedeutet das? Wir haben einen Pollensack und der Pollensack hat eine Reihe von Pollen und die Pollen verkleben zueinander und machen ein Pollenpaket. Und ein solches Pollenpaket, was als Ganzes übertragen wird, das nennt man Pollinium. Und wenn das Pollinium auch noch ein Stielchen hat und eine Klebescheibe da dran, da gibt es Fachbegriffe für Caudiculum und Viscidium, dann nennt man das Ganze Pollinarium. Also Pollinium ist nur der Inhalt eines Pollensacktes verklebt und das Pollinarium ist mit Zusatzstoffen
Organisationen versehen. Hier kann man es ganz schön sehen bei Phalaenopsis. Danke an den Autor Zü21 bei Wikipedia. Hier sieht man die Pollinien, hier sieht man den Stiel und da ist die Klebscheibe. Ne, der Pollen im Pollinium, der Stiel oder Caudiculum oder hier die Klebescheibe, das Viscidium. Was es damit auf sich hat, warum diese Dinge eine Klebescheibe brauchen und all diese Dinge, das machen wir, wenn wir über die Bestäubungsbiologie sprechen. Hier geht es erstmal nur um die Begrifflichkeit, dass man diese Dinge auch wiedererkennt. Also im Gymnostemium, in dieser Säule, finden wir hier Pollinien oder meistens Pollinarien. Nochmal hier das Pollinarium. Was wir ebenfalls finden, hier, dass dieses Pollinarium oder diese Pollinarien verdeckt sind von einem solchen Kappe. Auch hier nochmal Dank an Autor Zü21. Und diese Kappe nennt man Operculum, in Englischen Anther Cap oder Antherenschild mit einem Rostellum. Also hier eine Kappe. Das ist nicht immer da. Manche Orchideen haben eine solche Kappe, manche haben eine solche Kappe nicht. Also muss man von Fall zu Fall eben schauen, was haben wir da. Aber hier der Vollständigkeit halber hat erwähnt. Und dann haben wir das Rostellum, habe ich schon mal erwähnt. Das Rostellum ist ein bestimmter Abschnitt der Griffelsäule und das ist wichtig, weil es die Narbe von den Pollenfächern trennt und dadurch die Selbstbestäubung verhindert. Es sei denn, die Pflanzen wollen die Selbstbestäubung, dann umgehen sie das Ganze wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber zunächst mal gibt es in der Regel ein kleines Rostellum und das trennt die Narbe von den Pollenfächern. Wo die Narbe genau sitzt, die sitzt dahinter irgendwo, das zeige ich Ihnen dann in dem Film, wenn wir über Bestäubung gehen, wo es ja um die Übertragung der Pollen eben geht. Nur, dass man hier den Begriff schon mal weiß, da ist ein Abschnitt in der Griffelsäule, der trennt die Narbe von den Pollenfächern. Ein weiterer ganz wichtiger Begriff ist die Resupination. Die Resupination bedeutet, dass ein ganzer Organkomplex gedreht wird. Drehung von Organen hier des unterschiedlichen Fruchtknotens. Das bedeutet, durch diese Resupination hier des unterschiedlichen Fruchtknotens kommt das Labellum nach unten zu liegen. Man erkennt das an dem unterschiedlichen Fruchtknoten daran, dass der in der Regel hier so eine Drehung auch zeigt. Bei Phalaenopsis ist nicht so gut zu sehen, das ist hier Dactylorhiza, eine andere Orchideenart. Hier kann man sehr schön die Resupination, die Drehung des unterständigen Fruchtknotens sehen. Das bedeutet also, wenn wir ein Blütendiagramm aufzeichnen, haben wir das vor der Resupination, da steht die eigentliche Lippe, das Labellum, oben. Und dadurch, dass das ganze Gebilde sich einmal dreht am Fruchtknoten, kommt dann das Labellum nach unten zu stehen. Vor der Resupination, nach der Resupination. Das ist eine Besonderheit, die muss man mal gehört haben und hat auch eine wichtige Bedeutung für die Stellung der Blüten. Sie werden oftmals sehen bei den Blütenständen der Orchideen, dass eben die Resupination nicht ganz vollständig ist. Dadurch hängen die Blüten oft so halb schief in der Gegend rum. Das ist einerseits ganz lustig, andererseits aber eben zu erklären. Gucken wir uns mal die Formel an. Dann sehen wir P3 plus 3, das haben wir begriffen. Hier sind die drei äußeren Perigonblätter, da sind die drei inneren Perigonblätter. Bei der Resupination kommt das innere Labellum kommt nach unten. Dann haben wir eine Verbindung zwischen dem Griffel und den einem Staubblatt. Ein Staubblatt ist hier dargestellt, hier die Verbindung nochmal dargestellt. Das ist also das Gymnostemium und dieses Gebilde hier, das ist der unterständige Fruchtknoten, der aus drei Kapellen besteht. Die Kapellen haben keine Scheidewände, es ist ein Zönoparakarper-Fruchtknoten und diese Wolken sollen andeuten, dass da sehr viele Samenanlagen drin sind. Das erkläre ich in dem fünften Film über die Lebensweise da noch etwas genauer. Schauen wir uns dieses Blütendiagramm nochmal als sogenanntes theoretisches Blütendiagramm an, hier von Eichler, die Blütendiagramme. Dann sieht man die verschiedenen Staubblattkreise und Sie sehen, dass diese ganzen Xens, das bedeutet auch Sterne, diese Staubblätter sind ausgefallen. Hier ist das fertile Staubblatt,
hier oben auch zu sehen. Und Sie sehen hier so zwei Staminodien, also umgewandelte Staubblätter, die werden oft als aurikulär bezeichnet, nur so am Rande. Die kommen manchmal vor, je nach Art. Aber für uns ist wichtig, die anderen fünf Staubblätter sind mehr oder weniger ausgefallen, abortiert oder ablastiert, haben eine andere Funktion. Wichtig ist, dass wir ein einziges Staubblatt hier haben. Da sehen Sie es nochmal genau. Staubblatt als Staminodium, auriculär oft bezeichnet. Und das sind die ablastierten Staubblätter, also die nicht mehr vorzufinden sind. Überhaupt gibt es eine Reihe von Interpretationen, was diese Dinge sind mit der Homologisierung. Da halten wir uns meistens zurück. Mir ist wichtig, Sie haben die Begriffe Labellum, Gynostemium, Pollinium, Pollinarium auf dem Schirm, Resupination. Ja. Das sind die Merkmale nochmals zusammengefasst, damit wir zunächst mal eine typische Orchideeblüte wirklich verstehen und die entsprechenden Baueigentümlichkeiten zuordnen können. Das soll an dieser Stelle genügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.